So. Hallo und herzlich willkommen zur nun langweiligsten Ausgabe des Norweg-BDcasts, der dritten Ausgabe, denn diese Woche ist nicht sonderlich viel passiert. Ich begrüße wieder meinen geschätzten YouTube-Kollegen Niklas und nicht YouTube-Kollegen, besser gesagt schon YouTube-Kollege, weil er Videos hochlädt, um Spam zu betreiben, Christoph. Guten Morgen. Also spam mich bitte nicht. Ja, doch, natürlich, du spammst die ganze Zeit über Nein, rum, was soll denn nein, das, wie ich ganz spam ehrlich? keine Videos mehr. Das Ach, stimmt ja jetzt so nicht nicht. mehr. Jetzt nicht mehr, oder was? Du lädst. Niemand spammt. Nein. Nein, niemals Nein. spammen. Du lädst irgendwelche Videos Nein. hoch, die alle das gleiche Bild zeigen, unterschiedliche Sie Titel zeigen nicht haben das und alle gleiche Bild. Sie monetarisiert. zeigen auch nicht das Nicht gleiche das Bild. Das ist ein gleiche Bild. Kunstprojekt. Das ist ein Kunstprojekt. Ein Kunstprojekt, wo du Ja. einfach mal 100 Videos in der Minute hochlädst und sie alle monetarisierst. 100 Videos in der Minute, ich bitte dich. Mein Ja, wie viel Browser ist denn stürzt dann? ab, wenn ich versuche, zwei Videos auf einmal hochzuladen. Aber was bist du denn für ein Opfer? Ja, wie viele sind es denn? 10 die Minute? Nein. Eins die Momentan Stunde? gar nichts. Eins die Momentan Stunde, gar das nichts, reicht weil auch mein schon. Internet das nicht mitmacht. Ich versuche gerade nebenbei Bioshock Ja, Gott sei Dank, verkackt dein Internet ab. Hoffentlich kriegst du einen Disconnect, weil sowas ist voll asozial. runterzuladen. Kunst ist asozial? Natürlich ist es Künstlerische asozial. Freiheit, Simon. Natürlich. Künstlerische Freiheit, wo man einfach YouTube zuspammt mit monetarisierten Videos, die nichts zeigen, außer Ey, irgendein Bild. das ist noch gar nichts. Hast du nicht von Florian Mehnert gehört? Wer ist das? Wer ist Florian Mehnert? Der Typ hat ein Projekt gestartet im Internet. Er ist auch ein Künstler. Und er hat versucht, also er hat den Plan gefasst. Und zwar wollte er eine Ratte in einen Käfig tun und das Livestream über eine gewisse Zeit. Und am Ende des Livestreams wird eine Pistole, eine geladene Waffe dort hineingebaut. Der Scheiß. Und dann können die Leute im Internet diese Pistole steuern und auf die Ratte schießen. Hast du den nicht zum Norweg BD Cast eingeladen? Ich habe dem eine E-Mail geschrieben, weil er hat zwar relativ gute Punkte gehabt im Sinne von, wir wollen auf die Verstumpfung der Gesellschaft aufmerksam machen und aufmerksam machen auf diesen Drohnenkrieg, den es gibt. Aber zum anderen hat er auch darüber geredet, dass durch die Gamification der Gesellschaft wir alle den Bezug zur Realität verlieren, diese ganzen Ego-Shooter-Spielers in unser Unterbewusstsein eindringen und wir nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können. Da war ich ein bisschen wütend, habe ihm eine E-Mail geschrieben, in der ich ihm erklärt habe, sogar relativ freundlich für meine Verhältnisse, warum er solche nicht begründbaren Thesen aufstellt. Wird keinen wissenschaftlichen Beleg finden, der diese Theorie untermauert. Und ob er sich denn Lust hätte, sich bei unserem Podcast darüber zu äußern, habe ich ihn eingeladen, aber er hat mir auch nicht geantwortet. Ich weiß nicht mehr, ob er das gelesen hat. Wenn man Boah, auf der ist voll seine. arrogant und abgehoben, jetzt weil er eine scheiß Ratte erschießen will. Na, Nein, pass nein, auf, das wenn man, hat sollte er ich auch mal abgebrochen, ne? machen. Das Ganze wurde gekippt von irgendwelchen Tierschützern. Das hat nie wirklich Gott sei stattgefunden. Dank. Er hat Ja, er zwar hat angefangen, abgebrochen, aber weil das es für ein wurde nie zu Ende Kunstprojekt. geführt. Ja, ich habe Genau. davon irgendwie gehört, glaube ich, in irgendeiner News, die ich auf YouTube Süddeutsche abonniert DE habe. hat jetzt gerade, hat hier ge, hat, schreibt hier, dass er Personenschutz beantragt hat, weil es Morddrohungen gab und. Meine Fresse, Oh, das ist eine der Typ. scheiß Ratte. Nein, Das ist eine gottverdammte Ratte, ganz ehrlich. Wenn ich also eine ich habe Ratte auch. sehe, Es okay, ging mir die gar bringe ich nicht jetzt nicht darum. um, aber die, Pass auf, ja. es ging mir gar nicht um die Ratte, weil die Ratte ist nicht durchs Gesetz ge abgesichert. Es ist sein Eigentum, er kann damit machen, was er will. Und wenn er sie erschießen will, dann Na ist das sein Scheiß. Brot. Das Problem ist, Was? dass. Eine Ratte ist nicht durch Tierschutz irgendwie Nein. abgesichert. Echt nicht? Viele Und wenn muss ich Tiere eine sind nicht Ratte? durch Tierschutz gesichert, außer du nimmst jetzt die Aktivisten mit rein. Dürfte, also ich mal, von meiner Katze dürfte ich nicht erschießen, oder? Also ich habe da mal drüber debattiert. Ich meine, man, Hund und Katze sind gesetzlich abgesichert. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, Hund und Katze sind durch Tierquälerei gesichert. Ratten Da allerdings hat man nicht. eine Ratte nicht. Okay, alles Nope. klar. Und wenn ich Mäuse mit einer auch Lupe nicht. Ameisen verbrenne, ist das auch keine Tierquälerei, Nein. oder? Und wenn Es ich ist mit aber meinem schade, denn Fahrrad, wenn ich Ameisen morgens sind in die wichtig für Schule unser fahre, immer Ökosystem. irgendwelche Tauben über den Haufen rase, dann ist das auch keine Tierquälerei, oder? Nein, Tauben sind die Ratten der Lüfte. Das ist wirklich voll Scheiße. Die kacken alles zu. Nee, Das aber war wirklich so knapp an mir vorbei. Ach du Scheiße. So knapp.
Oh, auf jeden Fall, wenn man auf die Website von dem Typen geht und dann auf Kontakte, dann kommt da so, nur, da steht nichts außer eine E-Mail-Adresse. Und die heißt nicht mal irgendwie florianmehnert@blablabla, sondern einfach nur studio@florianmehnert.de oder so. Also ich denke nicht, dass er das überhaupt gelesen hat. Und wie gesagt, wenn er jetzt schon Personenschutz beantragt hat, den ursprünglichen Artikel, wo er über Videospiele und so herzieht, habe ich nämlich auch bei Süddeutsche gelesen, dann wird er jetzt andere Probleme haben als meine E-Mail. Ich habe noch mal eine andere Frage. Wieso schreibst du ihm überhaupt eine E-Mail? Weil ich richtig angepisst war. Und er ihn in den Podcast einladen wollte. Also, liebe Zuhörer, wir sind nicht im Radio. Aber ganz ehrlich, ich stelle mir das jetzt gerade eben wieder vor, wie jetzt hier irgendwelche kleinen Siebtklässler unseren geistigen Ergüssen lauschen und sich dann denken, was ist das für ein Opfer, dass er irgendeinem Fremden so eine Flame-Mail schreibt. Es war keine Flame-Mail. Es war eher eine Mail, in dem ich ihn, ich habe glaube ich sogar noch eine Version davon. Und sonst kann ich ihn gesendet gucken. Denken sich eben Siebtklässler Pisser, was sind das für ein Opfer, das überhaupt einem Wildfremden so eine E-Mail schreibt? Wir wollten ihn zum Podcast oder ja. Ich habe ihn zum Podcast eingeladen und ich wollte ihn fragen, warum er so ein Trottel ist. Das ist mein gutes Recht, das hat nichts damit zu tun. Okay, Florian Mehnert, falls du das hier hörst, wieso bist du so ein scheiß Trottel? Das habe ich nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, er ist ein Trottel. Ich habe nicht gesagt, er ist ein Trottel. Ja, ich merke das schon. Ja, ja. Ich ergänze immer sehr gerne etwas. Niklas ist YouTuber. Niklas ist ein scheiß YouTuber. Warum spammst du YouTube mit sowas voll, Simon? Ja, echt, ey. Ich spamme YouTube mit überhaupt gar nichts. Natürlich tust du das. Wann habe ich mein letztes Video hochgeladen? Guck mal nach. Du bist einmal die Woche in einem Video vertreten, ne? Und da spammst du. Das Zitat war übrigens von dem Typen, die Gamification der Gesellschaft habe die Hemmschwelle gesenkt, auch wenn man auf einer abstrakten kognitiven Ebene zwischen Fiktion und Realität unterscheiden kann, das Unterbewusstsein trennt das nicht. Alles wird zum Spiel. Es wird sicher einige geben, die es witzig finden, auf die Ratte zu schießen. Ja, das glaube ich. Ja, und das ist so, weil solche Menschen nennt man Sadisten und nicht Gamer. Und das Ganze wollte er im Livestream machen, oder? Das Ganze wollte er im Livestream machen, aber wie gesagt, das Ganze wurde gekippt. Vor allen Dingen, wenn der Zuschauer im Livestream die Ratte erschießen kann, wie viele Ratten hat der dann? Nein, da ist nur eine Ratte. Pass auf, das heißt, das Konzept funktioniert so, nach Ablauf der Zeit kann jeder im Internet, der möchte, geschützt durch die Anonymität des Internets, die Kontrolle über die Waffe übernehmen und auf die Ratte schießen. Wenn es einer hätte machen wollen, dann wäre die Ratte gestorben. Es sei denn, der Typ spielt nicht so viel Ego-Shooters und kann deswegen die Ratte nicht treffen. Also ich muss auch wirklich sagen, durch Ego-Shooter habe ich tatsächlich den Umgang mit einer Handfeuerwaffe gelernt. Ich hatte noch nie eine Handfeuerwaffe in der Hand und ich will eigentlich echt auch keine. Nicht? Nein. Echt nicht? Nein. Ich bin einmal auf den Schießstand gegangen, das war ganz lustig. Ich habe mal Paintball gespielt, aber ich glaube nicht, dass mir mein Gaming da irgendwas gebracht hat. Der hat dann hier so 9mm gedönst, ja, so lädt man nach, habe ich gesagt, gib mal her. Zack, 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 fertig. Also nachladen kann ich. Nachladen kann ich, ja. Mhm. Und vor allen Dingen hat er zu mir gesagt, tu die Waffe mal entladen, also das Magazin, das habe ich das Magazin rausgetan. Hab dann gesagt, da ist noch eine drin, oben im Lauf. Ding, und die auch noch rausgemacht. Das weiß ich aus American Dad. Apropos Livestreams. Ich merke schon, American Dad bildet Amokläufer aus. Ja, glaube ich auch. Ja, wirklich, das war voll die geile Szene, ich habe die total gefeiert. Da stand so ein Kerl vor, wie heißt denn die Tochter, Haley? Haley, ja. Mhm. Ja, da steht so ein Kerl mit einer Knarre vor der Haley, alles mögliche, oder die Haley bedroht ihm mit irgendwas und der hat gesagt, ja, okay, ich tu die Waffe runternehmen. Tut dann das Magazin rausnehmen, dann sagt Haley, da ist noch eine im Lauf drin. Und dann sagt sie, oh, du kennst dich aus, und da tut er die Patrone raus, das fand ich so geil. Interessant. Nochmal zurück, die Überleitung gerade eben wäre richtig cool gewesen, Livestream. YouTube versucht mehr auf Livestream zu setzen oder YouTube möchte mehr auf Livestream setzen, nachdem Twitch jetzt letztes Jahr von Amazon aufgekauft wurde. Google wurde, glaube ich, in letzter Sekunde. Google wurde in letzter Sekunde überboten, wollte eigentlich Twitch selber kaufen, hat YouTube jetzt 50 Leute, also 50 vollzeitbeschäftigte Arbeiter und Arbeiterinnen daran gesetzt, YouTube als Gaming-Livestream-Plattform aufzupeppen. YouTube Live heißt das ganze Konzept und aktuell, es gibt ja schon länger, dass immer wieder Livestreams übertragen werden und so und auch mittlerweile richtig große Events. Der Baumgartner-Sprung wurde, glaube ich, auch übertragen über YouTube, oder? Keine Ahnung. Kann sein. Ich glaube schon, genau. Und diese. Was die unnötigste Aktion der ganzen Welt war. Die Livestream-Funktion
wurde ja immer weiter ausgerollt und immer mehr Leuten zur Verfügung gestellt. Allerdings hat man es ja nicht geschafft, irgendwie Gamer an die Plattform zu binden und Gaming Livestreams wirklich zu fördern. Das machen sie jetzt und möchten auch direkt weitere Tools für YouTuber bzw. für Gamer zur Verfügung stellen. Ich glaube, da hat Twitch jetzt oder da bekommt jetzt Twitch einen richtig, richtig großen Konkurrenten, weil YouTube die Infrastruktur dahinter hat, die auch schon monetarisierungstechnisch da ist. Ganz ehrlich, YouTube-Livestreams sind 10-mal besser als alles, was du auf Twitch oder Hitbox bekommen kannst. Ja, einfach weil es auch im HTML5 läuft und dadurch eine viel bessere Performance hat. YouTube hat ja jetzt vom Adobe Flash Player auf HTML5 umgestellt. Und es gibt ja auch schon irgendwie, es gibt Spiele, die haben eine richtig, richtig gute Grafik, laufen super performativ. Also von der Performance her super gut im Browser auf HTML5. Und wenn sie jetzt auf Videos umstellen, wird das Ganze A, plattformübergreifend, B, nicht mehr so sicherheitslückenanfällig, wie es der Adobe Flash Player ist, und C, einfach viel, viel glatter. Und es braucht viel weniger Leistung. Und wenn sie das jetzt auch noch für Livestreams hinbekommen, auf YouTube, dann glaube ich, kann Twitch einpacken, zumal Amazon bis jetzt, so wie ich es gesehen habe, keine Änderungen vorgenommen hat, oder? Nicht keine viel. Ahnung, doch, wir haben das mit der Musik, wie gesagt, gemacht. Genau. Ja, das ist voll nötig gewesen. Also, YouTube-Livestreams sind dadurch schon einfach, der Player an sich hat schon viel geilere Funktionen als alles, was Twitch oder Hitbox haben, weil du ja auch pausieren kannst und dann läuft der Stream vorne weiter, aber du bleibst an deiner Stelle stehen. Das heißt, wenn du dann wieder auf Play drückst, kannst du alles gucken, was du verpasst hast. Du bist dann zwar nicht mehr live, aber du kannst es trotzdem gucken. Und wenn du halt trotzdem wieder live einsteigen willst, kannst du auf live klicken. Das haben die anderen nicht. Das Einzige, was an YouTube, der Livestream-Funktion, wirklich noch nicht so gut funktioniert, ist der Chat. Ja, und wenn sie den irgendwie auch nochmal optisch irgendwo anders ansortieren, gleichzeitig irgendwelche Tools zur Verfügung stellen, weil die API ist da. Die API ist da, die Schnittstelle für Programmierer ist ja da, auch die YouTube-Schnittstelle, irgendwas auszulesen. Dann könnte es sein, dass A, ganz viele Tools darauf entwickelt werden können, die alle nutzen können, und B, YouTube einfach ganz, ganz stark auf den Markt vorpreschen wird. Gerade wenn man YouTuber dann sagen können, hey, wir haben jetzt einen YouTube-Online-Editor für Videos, der auch immer besser wird, den ich zwar selber nicht nutze, den, glaube ich, keiner von uns hier nutzt, oder? Ich weiß nicht, wovon du redest. Also das ist nur ein Video-Editor bei YouTube selber, damit du deine Videos nachbearbeiten kannst und so. Ah, das macht den Besuch gelassen hast. Gut, nicht wahr? Es funktioniert besser als noch vor einem halben Jahr, aber immer noch nicht wirklich gut. Aber wenn wir uns jetzt Livestreams angucken, die könnte man beispielsweise ja selber zusammencutten und dann als einzige Videos veröffentlichen. Und Das ist, ich habe mir mal irgendwie so einen Livestream auf YouTube angesehen. Mhm. War ganz normal. Dann habe ich irgendwie am Tag darauf dann gesehen, oh, das kann man ja direkt hochladen und alles. Ja. Hab mir es dann auch nochmal angeguckt und die Kommentare, die halt drunter standen, waren halt die noch am Tag zuvor aus dem Livestream waren. Da habe ich mir gedacht, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Das liest doch kein Mensch. Und da gehen ja die neuen Kommentare irgendwie unter, die Kommentare zu dem Video. Und da habe ich mir gedacht, YouTube-Livestreams sind voll der Scheiß und habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Ah, die Kommentarfunktion werden sie oder so, glaube ich, aber auch da müssen sie wirklich ran. Aber alleine vom Gehalt des Players her ist das top. Ja. Das Ganze muss von der Oberfläche zwar grundsätzlich nochmal überarbeitet werden, aber das Konzept bisher ist nicht schlecht. Ja, und wenn wir uns jetzt angucken, die setzen 50 Leute daran. Das ist ja, keine Ahnung, was einer, wenn wir jetzt also einer dieser Leute verdient, normalerweise verdienen sie ja irgendwie mehr, weil es ja technisch ausgebildete Leute sind, sagen wir $2,000 im Monat. Dann haben wir $100,000 im Monat ja allein für das Personal rausgehauen werden, tendenziell deutlich mehr. Und da wird sich YouTube dann nicht sagen, wir verbrennen jetzt mal ein bisschen Geld, sondern da machen sie sich schon Gedanken, glaube ich, auf jeden Fall. Was sollten sie auf jeden Fall tun? Ja, und es ist eine große wachsende Szene. Und wenn YouTube sagt, okay, wir haben jetzt Kooperationen, Partnerschaften, die stellen wir euch zur Verfügung, dann könnte man da auch, glaube ich, in kurzer Zeit ganz, ganz viele oder ganz, ganz viel von Marktanteilen her abrennen. Gab es nicht irgendein Problem mit deutschen YouTubern, die YouTube-Livestreams machen wollen? Ich meine, da war irgendwie ein Konflikt mit der GEMA. Ja, irgendein rechter Konflikt, ja. Aber also nicht jeder kann das. Genau. Momentan. Das muss auch noch beseitigt. Generell, YouTube sollte sich wirklich mal den GEMA-Konflikt annehmen, finde ich. Ja, sie probieren es ja. Die GEMA möchte nur so hohe Margen ausgezahlt haben, dass es einfach nicht mehr rentabel für YouTube wäre, die Videos überhaupt zu monetarisieren. Ach so, ja. Na, das ist
verzweckt und verkackt hier in Deutschland, aber man kann ja so Browser-Addons benutzen, um das Internet umzuleiten, VPN oder so. Ich finde Soundcloud großartig. Soundcloud ist großartig. Ich finde, dass das Interface wird mit jedem Interface-Update bei Soundcloud besser. Das ist aber wohl der Gegensatz zu YouTube. Soundcloud? Ist das nicht auch von Google? Nein, Soundcloud ist ein Startup aus Berlin. Aber man kann sich mit seinem Google-Account bei du Soundcloud kannst dich, anmelden. Ja, das ist eine Schnittstelle für den Google-Account. Du kannst dich auch bei irgendwelchen anderen Apps über Google anmelden. Facebook hat die Schnittstelle auch. Mittlerweile ist es so weit, dass 90% der Top 100 Apps, also 90 von 100 Apps aus den Top 100, haben eine Facebook-Schnittstelle, dass man sich über Facebook einloggen kann. Oder registrieren kann. Ich habe kein Facebook. Ja, kann ich gut verstehen. Okay, nächster Punkt. Ich habe Facebook, nutze es nicht. Okay, nächster Punkt. Der nächste Punkt gehört mir. Spieleklone auf Steam Greenlight verbreiten. PC-Virus. Ja, ich gebe mal wieder einen kleinen Exkurs in die schöne Welt von Steam Greenlight und Steam Early Access. Okay, warte kurz. Ich leg mich kurz hin. Ich gehe mal kurz zu den Muffins gucken müssen. Okay. Simon, möchtest du etwas über Viren erfahren, die über Steam Greenlight verbreitet werden? Ja, sehr gerne. Erzähl mir mehr davon. Entschuldigung, verbreitet wurden. Das ist für mich sozusagen jetzt der endgültige Beweis, dass Steam absolut keine Qualitätskontrolle oder irgendeine Kontrolle über das hat, was bei Steam Greenlight reinkommt. Denn es gab tatsächlich Leute, die einfach komplette Klone von Spielen, die dort eben im Greenlight-Programm waren, erstellt haben. Und die dann im Prinzip Viren verbreitet haben über diese geklonten Spiele. Das ist schon mal ein Punkt, der kann auf der einen Seite nicht angehen, dass Steam nicht merkt, dass das gleiche Spiel zweimal dort angemeldet wird. Und es kann auf der anderen Seite nicht angehen, dass niemand überprüft, welche Inhalte dort schon verbreitet werden. Ich meine, wenn du auf Steam Greenlight bist, gibt es noch kein Spiel, dass du runterladen kannst. Es gibt immer mal, dass die Entwickler dann dort in die Greenlight-Beschreibung irgendeinen Link zu einer Demo rein posten, aber Greenlight direkt ist noch kein Vertrieb für irgendeine Alpha oder so von einem Spiel, weil du musst ja erstmal gegreenlightet werden, bevor du überhaupt auf Steam kommst. Dass es dann möglich ist, darüber ein Virus zu verbreiten, geht eigentlich echt gar nicht. Das ist auch irgendwie kein... Valve steht ja schon sowieso in der Kritik wegen dem Support, wegen diversen Problemen mit... Und weil sie nicht bis 3 zählen können. Aber das kommt jetzt noch hinzu, dass sie anscheinend sich wirklich einen Scheiß für ihre eigene kleine Indie-Plattform dort interessieren. Das ist ein bisschen peinlich. Naja, also ich habe mich ehrlich gesagt noch nie für großartige Indie-Games interessiert. Mit Sicherheit sind da einige ganz coole Sachen dabei, aber irgendwie hat mich das bis jetzt nicht gejuckt und deshalb habe ich nie was mit Early Access, Steam Greenlight oder sowas zu tun gehabt. Ja, ich habe. Und das ganze Kickstarter geht einfach an mir vorbei. Ich gucke nie auf Kickstarter oder Greenlight rein. Ich gucke da nie rein, weil, wie gesagt, auch vieles davon finde ich nicht kompetent. Ich gucke halt immer auf Berichte und ich gucke mir immer mal was so in Early Access rauskommt, wobei davon auch meistens nicht vieles gut ist. Ich gucke ab und zu mal auf Kickstarter, habe bis jetzt aber noch nichts unterstützt, aber ich finde es immer wieder toll, wenn Leute versuchen, innovative Konzepte rüberzubringen. Im Normalfall hapert es dann aber irgendwie an den Prototypen. Also ich gucke immer Kickstarter-Schnickschnack bei den Gaming-Clerks. Das kenne ich. Ja, das wollte ich auch gerade sagen und das Einzige, was ich noch von Kickstarter mitgenommen habe, ist we're sitting on our asses and making money with doing absolutely nothing. Go fuck yourself. Wer hat das gesagt? South Park. Ach so. Gibt es eine Kickstarter-Folge zu? Fuck yourself. Ja, natürlich, hier gibt es die Kickstarter-Folge. Oh. In der neuesten Staffel. Ist die übersetzt worden? Go fuck yourself. Nein, das ist auch so gut. Nein, noch nicht, aber das ist auf Englisch eh viel geiler. Nee, ich finde die Deutsche und alles. Ich warte auf Deutsch. Was echt, aber ganz ehrlich, da ist die Betonung, also in der Folge ist es so geil. Also ich werde mir nur die Let's Play-Folge auf Englisch angucken, weil Peter Smith spricht dort PewDiePie und ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass das gut ist. In keinster Weise. Deswegen werde ich mir die Folge auf Englisch angucken. Keiner Weise. Nein, keiner am keinsten.
Naja, mit PewDiePie kann man sich auch irgendwie nicht vergleichen. Wie bitte? Mit PewDiePie kann sich ja auch irgendwie keiner vergleichen. Nee, das hat damit nichts zu tun. Der klingt einfach doch, nicht wie PewDiePie. Doch. Ja, genau, das ist der Punkt. I'm PewDiePie. Nein, Cut Man Bra kann sich mit dem vergleichen. Kann er? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Smits das gut hinkriegt. Wollte ich mal so erwähnt haben. Weiß ich nicht. Ganz so schweige davon, dass ich den total scheiße finde. Die einzigen, die ich mir angucke, sind Hardy und Jay. Und das aber auch bloß, weil der einzige ist, der The Walking Dead und Game of Thrones Let's Played von denen. Das hätte ich auch lieber, dass das Hardy macht. Ja, ich guck die gar nicht mehr. Ich habe früher mal bei dem Mario Kart 8 geguckt, dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie besser bin als sie, habe das auf der Gamescom bewiesen und dann wurde mir irgendwie langweilig. Mann, was ist das irgendwie eine hochgestochene Meinung, aber egal. Dann, wir sind fertig mit Greenlight, kommen wir zu Early Access. Man kennt das Greenlight, ja. Greenlight, Early Access. Ja, man kennt ja diese riesige Flut an Survival-Games. Survival-Sandbox. H1Z1, was ja irgendwie den Mega-Hype hatte. Und was ist das genau? Noch ein DayZ-Klon? Ne, sowas meine ich eigentlich nicht. Ich meine so ein Kram wie ganz normal Survival-Games, wie zum Beispiel Minecraft. Nur eben in anders. Und das zum Beispiel sowas wie Savage Lands oder After Dark. Und so. Oder ups. Wie heißt es? After Dark? Ne, es heißt nicht After Dark. Ups. Shit, mir ist mein Mikrofon umgefallen. Fuck. Ich glaube, du hast auch gerade in unserem... Ja, ich habe auch Protokoll rumgeschrieben. DQVI und dann eine Zeile voller Neunen. Es heißt The Long Dark, nicht After Dark. After Dark ist was ganz anderes. Auf jeden Fall diese Welle, diese Singleplayer Survival Games. Da gibt's ja so viel Scheiße von. Es gab da noch irgendwas mit Stranded das Deep, war jetzt genau. Richtig unnötig. Also dieser Kram. So, jetzt einmal leise, Simon, und lass dein Mikrofon stehen. Ja, sorry, das ist auf einem etwas wackeligen, matratzenartigen Untergrund. Auf jeden Fall ist rausgekommen. Steht doch nicht auf für euch. Doch, musst du aber. Nein, ich bleib liegen den ganzen Tag über. Es ist auf jeden Fall ein Spiel namens Dead Sea nun noch zu diesem Genre dazugekommen. Mhm. Das Interessante ist, dass die Entwickler nach Release angegeben haben, dass das Spiel unbeabsichtigt released wurde und dass Steam da einen Fehler gemacht hat. Momentan kostet das ganze Ding irgendwie 4,50 €, also nicht viel, soll aber mehr kosten, wenn es fertig ist. Und läuft auf der CryEngine, meine ich. Und das Problem war einfach, dieser Build, der dort released wurde, der funktionierte nicht. Man konnte das Spiel starten, im Hauptmenü stand dann nicht der Name des Spiels, sondern CryEngine. Jim Sterling hat dann lustigen Witz gemacht, Hello you bla bla bla, I'm Jim Sterling and this is CryEngine. Das war sehr lustig. Und dann hat er halt versucht, das Spiel zu starten und es funktionierte halt nicht, weil dieser Build absolut nicht spielbar ist. Und sie haben dann halt gesagt, ist unbeabsichtigt, kauft dieses Spiel nicht. Allerdings haben sie es auch nicht zurückgezogen. Das Ganze ist jetzt käuflich zu erwerben und es wurde anscheinend auch schon gepatcht. Ob es jetzt läuft, weiß ich nicht, aber es lässt mich so anzweifeln, ob das tatsächlich so passiert ist. Weil das wäre das erste Mal, dass ein Spiel unabsichtlich veröffentlicht wird und der Release sollte irgendwann in diesem Zeitraum sowieso sein. Ich bin da also so ein bisschen skeptisch, zumal ich auch nicht verstehen kann, warum das Spiel im nicht spielbaren Bild bereits positive Bewertungen bekam. Wer gibt sowas positive Bewertungen? Wer sagt, ein Spiel, das ich nicht spielen kann, ist positiv? Die Entwickler. Mittlerweile hattest du nur so noch... Ja, wahrscheinlich die Entwickler. Mittlerweile hat es nur so ein größtenteils positiv, aber immer noch... so Bewertungen, wenn man sich die anguckt. Games shit, no gameplay. Naja. Spiel lässt sich nicht starten. Fail to establish context. Couldn't establish context. Load level failed. Das ist eben der Fehler, der da kam. Nein, definitiv nicht. Ich ist ja sowieso nicht so mein Genre. Man zahlt also knapp 5 Euro für einen Error, nicht wahr? Richtig. Cool. Es ist nicht so schlimm, wie dass du knapp 50 Euro für eine Tech-Demo bezahlst, die ziemlich hässlich ist, wie es bei Afterfall RPG war. Aber es ist trotzdem seltsam und könnte natürlich auch wieder ein Scam sein. Wie bei Metal Gear Ground Zeroes. Was ist damit? Gab es da auch so einen Fehler? Nein, aber das ist ja auch nicht hier das eigentliche Spiel. Das ist ja auch nur eine Demo für ungefähr 20 Euro, oder? Ja, das stimmt. Aber das haben sie... Erstens hat diese Demo wenigstens funktioniert und zweitens haben sie das auch gesagt. Also... Wer dann Geld dafür bezahlt hat, dann muss er selber wissen. Auf der Konsole war es ja sogar noch teurer als auf dem PC. Ja, sagt der Niklas, der darüber sogar ein Video gemacht hat.
Der es aber im Sale gekauft hat. Ja, kannst du mal sehen, ey. Das wär's mir nicht wert gewesen. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, ey, es ist nicht schlecht, ich habe Geld gespart. Ich weiß auf jeden Fall durch die Demo, dass ich das vollwertige Produkt, also Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, nicht spielen möchte. Weil mir das Spiel gar nicht mal so gut gefallen hat. Das ist irgendwie so, der Stealth-Aspekt war zu hart ausgeprägt und nachher, wenn die Typen dich dann entdeckt haben, waren die so blöd, dass du einfach, du gehst einfach rein, scheiß auf Stealth, du gehst rein und ballerst alles rund nieder, die Typen können dir sowieso nichts. Also irgendwie fand ich die Balance dazu schlecht. Vielleicht ändern sie das in Phantom Pain, keine Ahnung, aber auf der Basis von Ground Zeroes würde ich sagen, Phantom Pain ist nicht so geil. Sieht vielleicht ganz nett aus, hat vielleicht ganz nette Animationen. Ist vielleicht was für Leute, die komplett sagen, wir sind Hardcore-Stealther und Stealthen ist komplett durch. Jetzt mal wirklich der Name alleine. Phantom Pain. Ist es nicht eine Anspielung auf die Phantomschmerzen, weil er seine Hand verliert? Keine Ahnung, aber das ist ein scheiß Name. Ist genauso okay. Wie als ich letztens mal wieder in Naruto reingeguckt habe. Da habe ich auf Englisch die Folge gesehen, als Pain Konoha zerstört hat. Und der Typ hat dann auf Englisch geredet, also ich sag's jetzt auf Deutsch, jetzt werdet ihr erfahren, dass Pain wahrlich Schmerz bedeutet. Jetzt übersetzt das mal auf Englisch. Im Englischen sagt er, now this world shall know pain. Oder nicht? Was, echt? Ich habe keine Ahnung, aber ich denke mir einfach nur, das auf Englisch übersetzen. Pain means pain. Wahnsinn. Im Englischen heißt Pain P-E-I-N. Und im Japanischen P-A-I-N. Und er sagt im Japanischen und Englischen sagt dann im Prinzip übersetzt, also im Japanischen kann ich natürlich nicht genau sagen, was er sagt, im Englischen sagt er, now this world shall know pain. Da meint er dann aber den Schmerz und nicht seinen Namen Pain im Prinzip. Und im Deutschen sagt er, nun soll die Welt erfahren, was wahrer Schmerz bedeutet. Also das ist sinnvoll und schlüssig, aber ich bin nie ein Fan von deutscher Übersetzung gewesen. Ich gucke das Ganze zwar auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, allerdings eine Fan-Übersetzung und die ist deutlich besser. Aber die Folge an sich, wo Pain Konoha platt macht, ist richtig geil. Das ist einige der besten Folgen der Serie, die es da gibt. Die sind richtig gut. Die ist ja jetzt vorbei, die Serie, nicht wahr? Nein. Doch, die ist vorbei. Ach so, ich weiß nicht. Ja, ob die. Also, das, was du geguckt hast, ist nicht das Ende, aber ich glaube, sie ist natürlich mittlerweile vorbei, ja. Ich weiß, es ist nicht das Ende. Ich habe das Ende aber noch nicht geguckt. Irgendwie, Achtung, Spoiler: Naruto wird irgendwie siebter Hokage. Ja, ach, wer hätte es gedacht? Naja, hast du nicht letztens noch behauptet, Sasuke würde Hokage werden? Was? Hast du nicht letztens noch behauptet, Sasuke würde Hokage werden? Nein, ich habe gesagt, Sasuke ist ein Spasti. Wer hat mir das denn gesagt? Ach so, das hat mir Michael gesagt. Ja, stimmt. Also richtig, Michael, der Der aus, weiß schon, wen ich meine, den anderen. Nicht den, nee, aus unserer Schule. Ich habe eigentlich keine Ahnung, Christoph. Von wem du redest. Aber ich weiß, wen du meinst. Ja. Ich weiß, wen du meinst. Der auch Anime guckt. Und der hat mir das erzählt, dass Sasuke wohl der nächste Hokage wird. Keine Ahnung. Aber ich glaube, mir scheißegal. Ich gucke mir das irgendwann mal an, wenn ich Zeit dazu finde. Ich finde das keine Zeit. Ich finde es grauenhaft. Okay, einmal kurz off-topic. Hat jemand von euch Skyrim gespielt? Ja. Ah. Scheiße. Okay. Ich habe zum Anfang irgendwas ausgewählt für irgendwelche Sachen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich Ranged oder Melee bin. Du zockst schon wieder. Natürlich zocke ich. Du weißt nicht, ob du was? Ob ich Ranged oder Melee bin. Ist es egal? Ist völlig egal. Es gibt kein Ranged und Melee. Du kannst beides spielen. Ich du kannst am Anfang nur auswählen, ob du Magier, Dieb oder Kämpfer bist. Ich weiß nicht, was ich ausgewählt habe. Ist aber eigentlich auch egal. Das bevorzugt nur einige Attribute. Im Prinzip kannst du machen, was du willst. Ich war damals ein Magier mit schwerer Rüstung. Durch das Ogma Infinium zu Level 81 hoch. Ich war damals jetzt schon. Ein Magier mit schwerer Rüstung, alle haben gesagt, das ist voll die Kack-Kombi, aber ich hab gerackt, Alter. Holy shit. Also ich bin ein Hochelf, was heißt das? Du bist schwul. Mein Name ist Hochbrot. 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 Ich frag mich immer noch, was du für eine Tussi bist, dass du so multitasking-fähig bist, um neben zu zocken noch rechtzeitig so in einem Podcast mitzulabern. Okay, ich bin noch mal kurz. Mir fällt es schon schwer genug, er labert ja kaum. Das ist ja das Schlimme. Verdammt, ich wollte gerade das nächste Thema anschneiden, aber da hätte ich gerne, dass Christoph dabei ist, weil ihn das sicherlich interessiert. Also nochmal Abstecher zu Skyrim, ich fand es wirklich nicht gut. Nee, ich fand auch nicht. Skyrim absolut furchtbar, tatsächlich. Ich habe es 40 Stunden gespielt, weil ich dachte, wann geht's endlich los, aber es ging nie los.
Das Spannendste an Skyrim war für mich, durch die schöne Welt zu laufen, Sachen zu sammeln und zu gucken, wie cool meine Fähigkeiten werden können. Der eigentliche Kampf war schrecklich. Und die Quests waren auch nicht großartig. Die waren eher so Standard. Die Quests waren absolut scheiße. Naja, okay, man muss dazu sagen, du gehst jetzt wieder nach deinem Fallout 3, nach deinem heiligen Spiel. Ja, das war so geil, hallo. Ja, aber pass auf. Viele Beschwerden, pass auf, dass du kannst nicht verlangen, dass jedes Spiel Quests im Design von Fallout 3 hat. Ich meine, Skyrim hat überdurchschnittlich gute Quests. Das ist so. Wenn du Fallout 3 nie gespielt hättest, würdest du die in Skyrim bestimmt auch gut finden. Und es gibt nun mal viele, die Fallout 3 nie gespielt haben und die Skyrim gespielt haben und deswegen die Quests in Skyrim mögen. Ich habe Fallout 3 nie gespielt und mag die Quests in Skyrim trotzdem nicht sonderlich. Es gibt viele Leute auch, die Quests in Fallout 3 total furchtbar fanden, aber das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Aus welcher Perspektive habt ihr Skyrim gespielt? Ego. Oh. Die Third-Person-Animationen sind kacke. Aber ich finde die Ego-Perspektive total nervig. Die Ego-Perspektive ist nur nervig, dass du im Prinzip nur in der Luft rumstocherst. Aber Skyrim war... Nee, Quatsch, das war Fallout. Das habe ich euch erzählt mit dem Juden-Mod. Ja. Ja, mit den langen Nasen. So, Christoph, du bist wieder da. Ich wollte noch was erzählen. Pass auf. Wer erinnert sich noch an The War Z, was später umbenannt wurde in Infestation Survivor Stories? Natürlich. Wo wir gerade vorhin noch beim Thema H1Z1 waren. Dass das Ganze ein Ranz-Drecks-Spiel war, welches absolut nicht funktioniert, nie fertig wurde und eigentlich nur ein Scam war, weil du per Mikrotransaktionen dir Sachen kaufen konntest, die dann aber weg waren, sobald du gestorben bist. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Es war einfach nur eine Geldpresserei auf dem Hype von DayZ. Nun habe ich eine Mail bekommen von Hammerpoint Interactive, dem Entwickler von The War Z, beziehungsweise Infestation Survivor Stories. Und die haben ja schon vor langer Zeit angekündigt, dass sie am Konzept festhalten wollen, aber das Ganze nochmal von vorne beginnen. Dieses von vorne beginnen scheint jetzt anzufangen, denn sie haben ihr neues Spiel angekündigt, nämlich Romero's Aftermath. Ein Nachfolger im Geiste von diesem Spiel sozusagen. Das ist relativ witzig, denn ich habe diese Mail hier, ich kann ja mal kurz öffnen. Hier sagen sie eben, Welcome to Romero's Aftermath Early Access Alpha. Dann kann man hier, ihre Website heißt willyousurvive.com. Wenn man darauf geht, findet man ein Art-Design, das sehr an The War Z angelehnt ist. Das könnte sogar aus der Recycle-Kiste von The War Z stammen. Dann kann man eben einmal auf Discuss gehen und einmal auf Get Game. Wenn man auf Discuss geht, kommt man ins Forum. Da kann man dann seinen Spaß haben. Und wenn man auf Get Game geht, bekommt man so eine Beschreibung, was das Spiel ist und bekommt hier die Preise. Und es gibt wieder Survivor Pack, Hunter Pack, Builder Pack, Legend Badge, Big Game, Hunter Cosmetic Outfit und so ein Kram. Es gibt wieder Golden Coins, Cash Currency und das Ganze hat sogar noch einen Festpreis. Das heißt, das Ganze wird... Das ist wieder Abzocke. Also das Ganze wird tatsächlich in der... Das ist relativ interessant. Es ist nicht so Abzocke wie bei The War Z noch. Denn es ist so, dass die Standard Early Access Alpha, die jetzt rauskommt, und der Final Release... kostenlos sind. Das ist ein Vorteil, den das Spiel definitiv gegenüber DayZ und H1Z1 haben wird. Das Basisding ist erstmal gratis. Ist es nicht so, dass immer noch das beste DayZ die Armor-Modifikation ist? Darüber möchte ich keine Kommentare abgeben. Ich finde die nämlich alle nicht gut. Ich habe beides, also ich habe mal Armor 2 gekauft mit DayZ, also mit allem, was ich für DayZ brauche, und irgendwie lief es bei mir nie. Ich glaube, mein PC ist einfach zu kacke. Ja, aber die Engine da ist auch scheiß optimiert wie sonst was. Auf jeden Fall kann man Die sieht doch einfach nur hässlich aus. Das stimmt auch. Auf jeden Fall kann man dann über das Basispaket, das frei ist, hinaus ganz viele Sachen hinzukaufen, bis zu einem Preis von 49,99. Hier steht allerdings noch keine Währung, ob das Dollar oder Euro oder so sind. Es werden wahrscheinlich Euro sein und Dollar, weil sie das ja immer so umrechnen, aber naja. Warning, this game is in Alpha Stage. Please do not purchase it unless you want to actively support development of the game and are prepared to handle serious game-breaking issues and possible interruptions to gameplay. Haben sie das von DayZ kopiert? Moment mal. Dieser Satz klingt verdammt ähnlich zu dem, was DayZ auf seiner Early Access Page stehen hat. Ich hoffe, das haben die da noch stehen. LOL. Ja. Warning.
This game is early access alpha. Please do not purchase it unless you want to actively support development of the game and are prepared to handle with serious issues and possible interruptions of game functioning. Das ist fast 1:1 von DayZ kopiert. Oh shit. Das sind die gleichen Entwickler, Niklas. Nein, die Entwickler von DayZ sind nicht die gleichen Entwickler wie die von Hammerpoint Interactive. Ach stimmt, von Hammerpoint. Nee. Die von DayZ sind Bohemia, die von Hammerpoint sind von Hammerpoint. Mhm. Und die haben einfach mal den Disclaimer-Schriftzug fast komplett von DayZ kopiert. Nun. Das geht ja schon mal gut los. Oh mein Gott. Ich verstehe jetzt beim besten Willen eigentlich nicht, um mal wieder ein bisschen was zum Podcast beisteuern zu können, warum wir überhaupt über dieses Thema reden, weil es ist offensichtlich, dass das wieder total die Scheiße werden wird. Pass auf, in der E-Mail ist ein Banner ganz oben und auf diesem Banner ist ein Link. Und wenn du auf den Link klickst, dann kommst du auf die Seite willyourevive.com. Sie haben es nicht hingekriegt, den Link zu ihrer eigenen Website gescheit ins Banner einzubauen. Du kommst auf eine Seite, die nicht existiert, namens willyourevive.com. Vielleicht haben sie willyourevive von Wiederbelebung. Oder Survive. Nein, sie wollten Survive schreiben. Sie haben es noch nicht hingekriegt. Wie trifft man das R bitte statt dem S? Wie? Ich habe keine Ahnung. Schaut auf eure Tastaturen bitte. Und wieso überprüft man das nicht, bevor man eine E-Mail rausschickt? Und wieso kriege ich diese E-Mail überhaupt? Niklas, du bist einfach, was Videospieljournalismus angeht, eine der Ikonen im deutschsprachigen Raum, deshalb müssen sie dich ansprechen. Ich bin eine Ikone im deutschsprachigen Raum, mich kennt nur keiner. Und das ist traurig. Mhm. Also ja, verkündet das Wort Niklas, der total investigative, ehrliche und sehr kritische Videospieljournalist ist am Start und wird euch ehrliche Meinungen über die Spiele da draußen geben können. Hossa! Das wird der neue Kanal-Trailer. Wahrscheinlich. Hast du einen Kanal-Trailer? Ich hab ein Konzept für einen Kanal-Trailer. Das ist relativ cool. Verrass nicht. Wieso oder? Nicht? Das Ganze wird sowieso erst in 5 Monaten oder so fertig sein. Dann kannst du es verraten. Ach man. Ja, dann es ist auf jeden Fall ein pseudo-dramatisches Intro mit Linkin Park Musik. Linkin Park Musik? Mein Konzept für einen Kanal-Trailer ist immer noch, ich setze mich da, wo ich ursprünglich wohne, also ursprünglich herkomme, so ein Kack-Winzerdorf. Da gibt es so ein Berg. Den fahren immer die kleinen Kinder im Winter mit ihren Schlitten runter. Mein Konzept für einen Kanal-Trailer ist immer noch, ich nehme mir meinen alten Kinderschlitten, setze mich da drauf, wenn Winter ist, ziehe mich ganz dick an, fahr exakt diese Strecke runter, nur am Schluss, wenn da diese Kurve kommt, fahre ich nicht um die Kurve, sondern fahre in den Wald rein. Und dann kippe ich um. Aha. Das ist mein Kanal-Trailer-Konzept. Und dann kommt noch eine Explosion mit Reviews. Wenn ich irgendwann mal im Winter bei dir bin, machen wir das. Alles klar, cool. Weiß nicht, wo ich wohne. Du weißt, wo ich wohne. Ja, ich habe dir alle Wohnsitze gegeben. Ja. Nee, den hier weißt du nicht. Den hier weißt du nicht. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Kann man ja vorher noch absprechen. Ja, natürlich. Ach, könnte sein, dass überhaupt Gamescom? Was, wie bitte? Ob ich zur Gamescom gehe? Ja. Wahrscheinlich nicht, nee. Ich auch nicht. Ja, ich vielleicht, weil da gibt's einen, da kann man vielleicht VIP-Pässe herkommen holen und so ein Shit. Nee, mir ist es, ich weiß nicht, ob ich das mit Ausbildung und so unter einen Hut kriege. Ja, richtig gut. Wir sollten jetzt mal wieder vom Smalltalk wegkommen, denn wir sind noch nicht fertig. Sind wir nicht? Nein. Meinst du, wir schaffen diesmal die 45 Minuten? Weiß ich nicht. Naja, also ich würde noch sehr gerne ein bisschen was zu... Wir müssen die Deals der Woche auf jeden Fall noch machen. Ja, ja, klar, das machen wir alles noch. Fällt euch jetzt noch irgendwas ein, was so anliegt? Nö. Nee, ich dachte, wir haben... Wieso machen wir überhaupt diese Struktur, wenn du nochmal fragst, fällt euch noch was ein? Ja, spontan. Ich meine, wir haben auch spontan am Anfang wieder über ganz andere Sachen geredet, wie wir es immer machen. Ja, wir fangen an und auf einmal haben wir neues Anarchie! Ja, mit Sicherheit. Alter, mir wird jetzt wieder total warm hier. Sag mal, wieso. Ach ja, richtig, die scheiß Heizungen springen jetzt an. Oh, fuck you. Wollen wir ein bisschen über Simons Heizung reden? Nein, komm. Nein. Wir gehen jetzt zu den. Es ist nicht meine Heizung, es ist die Heizung von meiner Mutter.
Ja. Dann grüß dich schön. Es ist so unbequem. Wir haben diesmal in der Kategorie Spiel der Woche tatsächlich ein bisschen mehr. Zum einen haben wir nämlich auf Steam jetzt eine Cultures Collection bekommen. Wer von euch kennt Cultures? Ich bin entsetzt. Warum? Maßgeblich enttäuscht. Das kann ja wohl nicht angehen. Cultures ist ein Kultstrategiespiel aus den 2000ern. Es ist so ein Wikinger-Strategiespiel mit sehr viel Micromanagement. Ach, das Wikinger-Ding. Wo die Wikinger ihre Berufe ausüben und dadurch immer weiter hochsteigen und immer mehr Zugriff zu Ressourcen bekommst. Und dann baust du eine Armee auf und machst andere Wikinger-Dörfer platt. Ich weiß, ja. Und da gab es diverse Ableger von. Das klingt irgendwie nach Clash of Clans. Es ist aber ein RTS und nicht irgend so ein scheiß iOS-Kack. Und da gab es halt diverse Ableger von. Und zwei der bekanntesten und auch besten, nämlich Reise nach Nordland. Und die 8 Weltwunder, diese beiden Teile, gibt es jetzt auf Steam für einen sehr schlanken Preis. Ich glaube, die kosten beide nur so um die 4 Euro oder so. Ich werde mir die, denke ich mal, auf jeden Fall nochmal angucken. Reise nach Nordland habe ich tatsächlich hier sogar noch original. Das ist tatsächlich gar kein richtiges Cultures Hauptspiel, denn, also das Ganze kostet 5 Euro. Cultures Reise nach Nordland und die 8 Weltwunder sind nämlich eben Geschichten aus der Kultur, aus der Cultures Welt. Weil damals gab es eben 1 und 2, was die Hauptteile waren, und dann gab es noch Sachen, die mal als Add-ons geplant waren, dann aber separate Geschichten aus der Cultures Welt wurden. Und das sind 2 davon. Warum die dritte noch nicht auf Steam raus ist, weiß ich nicht. Aber die beiden gibt's auf jeden Fall. Und im Bundle mit beiden kostet es 7,20 Euro momentan. Aber es ist momentan noch 10% off. Im Normalfall 8 Euro. Also so viel kann man dafür durchaus rechtfertigen, sofern es technisch funktioniert. Auf jeden Fall, hier hat das eine positive Bewertung von einem Typen, der es damals schon als Kind gespielt hat. Und das ist immer noch, sagt, es ist immer noch eins der Spiele, die ihn damals am meisten geprägt haben. Ich habe es übrigens damals immer, weil ich war halt 6 oder so, als ich es gespielt habe, oder 8. Ich habe immer Kultures gesagt. Kultures? Weil ich keine Ahnung hatte, wie man es richtig ausspricht. Ich habe Age of Empires auch AGE of Empires ausgesprochen. Ah, gute alte Zeit. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich relativ cool finde, dass sie jetzt wieder auf Steam ist. Das Witzige war, ich habe Reise nach Nordland gab es eine Mehrspielerkarte, die habe ich immer alleine gespielt, die hieß die Dunkle Burg. Da war man im Prinzip 7 Wikingerstämme, die um die Dunkle Burg herum waren, und die Dunkle Burg war in der Mitte und das waren Ritter und man musste die einnehmen. Und ich habe es tatsächlich einmal geschafft, und da war ich super stolz auf mich, so eine riesige Armee auszuheben, dass ich das geschafft habe. Nice. Diese fette Burg zu vernichten. Bringst du mir die CD mal bitte mit? Kann ich machen. Ganz ehrlich, wenn ich an meine Gaming-Zeit von früher in meiner Kindheit denke, kann man sich eigentlich nur eine Sache fragen: Was zum Fick war damals los mit mir? Also ich habe wirklich den übelsten Schrott, also eigentlich nicht den übelsten Schrott gespielt, aber ich habe es total scheiße gespielt. Abi? Ich habe beispielsweise Empire Earth gespielt und da die sinnloseste Scheiße gebaut. Habt ihr Empire Earth gespielt? Nein. Selbst nie gespielt, ich habe nur mal zugeguckt. Ja, keine Ahnung. Irgendwie hatte ich in Empire Earth das Verlangen, in der Kampagne, wo du ja Objectives vorgegeben bekommen hast, die du dann abarbeitest, dann hast du gewonnen, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, die ganze Karte halt eiskalt mit Verteidigungstürmen vollzustellen. Und dann habe ich punktgenau symmetrisch einen Verteidigungsturm hingebaut und dann im Abstand von je 4 Feldern den nächsten. Und das Ganze, wie so ein gigantisches Karree, sah das dann auf der Karte am Schluss aus. Ich habe dafür 16 Stunden gebraucht. Und? Dann habe ich das Objective gemacht. Und hat's funktioniert? Ich habe gewonnen, ja. Aber ich habe einfach 16 Stunden lang nur Türme gebaut. Scheiße. Wo ich das nicht machen musste. Beispielsweise habt ihr Rise of Nations gespielt? Nein. Nö. Rise of Nations ist ein, wenn ich es mal so sage, absolut beschissenes Strategiespiel. Also jetzt im Nachhinein. Also mir hat es nicht so gut gefallen wie alles andere, was ich gespielt habe. Und ich habe am meisten von Rise of Nations das Tutorial gespielt. Ich habe eigentlich fast nur das Tutorial gespielt. Wieder und wieder und wieder. Warum das? Ich habe keine Ahnung. Und vor allen Dingen, ich habe auch immer wieder dasselbe gemacht. Die Tutorials sind so gestaffelt, dass man einzelne Aspekte, was das Gameplay von Rise of Nations ausmacht,
übt, quasi. Und dann habe ich das immer und immer und dann habe ich, und dann war es dann so, dass ich das einmal richtig gespielt habe, so wie es sein sollte, aber dann habe ich das auch wieder nicht gemacht. Also dann habe ich auch mal diese Mission nochmal gespielt und versucht, die irgendwie anders zu machen. Da habe ich einfach eine riesige Armee ausgehoben, beispielsweise. Da merkt man auch, dass es total schlampig programmiert war. Die Hauptstadt des Gegners, die irgendwo auf der Karte von den Entwicklern, also auf der Tutorial-Karte von den Entwicklern versteckt wurde, einfach zerstört, weil dann hat man automatisch laut Spielprinzip gewonnen. Und so habe ich dann mal die Tutorials gespielt, aber das wieder und wieder und wieder auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Aber dann gab es eine Mission am Schluss, das ist dann das Standard-Match, wie es in allen Strategiespielen gibt, gegen KI. Wo man dann seine Fähigkeiten testen kann und alles, was man gelernt hat. Und das habe ich wieder und wieder und wieder und wieder und wieder auf exakt dieselbe Weise gespielt. An exakt dieselbe Stelle, exakt dieselben Städte gebaut. Wieder und wieder und wieder und wieder. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Hast du nicht verstanden, dass du irgendwie eine Kampagne auch anklicken kannst oder so? Was? Hast du nicht verstanden, dass du auch irgendwie eine Kampagne starten kannst? Die Kampagnen habe ich auch mal gespielt, aber die waren alle scheiße, fand ich. Okay, also hast du immer wieder das Tutorial gespielt? Und da habe ich irgendwie das Tutorial, weil da haben auch Menschen geredet. Das hat mich total gestört. In Rise of Nations redet niemand. Da macht alles nur Geräusche. Und ich will, dass die Leute mit mir reden. Und in dem Tutorial war das Einzige, wo sie geredet haben. Oh. Genau dasselbe. Ich habe früher nur Strategiespiele gespielt. Und das ist alles auf dieselbe Art und Weise. Stronghold 2. Das lief auf einem uralten Windows 98-Rechner von meinem Vater. Fast gar nicht, aber ich habe es trotzdem gespielt. Damit die KI einen Schritt macht, hat es fast eine Minute gedauert. Weil der PC so langsam war, aber es ist trotzdem gelaufen, das Spiel. Oh wow. Vielleicht war die KI einfach auf super einfach eingestellt. Aber sowas habe ich auch mal gemacht. Nein, ich meine, das Spiel war so langsam, das meinte ich. Ich habe auch mal Harry Potter und der Stein der Weisen auf dem Ur-Laptop von meinem Vater gespielt und da hat es auch mega geruckelt, also richtig hart geruckelt. Aber es war dir scheißegal, nicht wahr? Naja, der Sound lief da. Aber ich habe es trotzdem gespielt. Ich weiß, es ist total seltsam als kleines Kind. Und dann war es so, ich habe die komplette Kampagne von Stronghold 2, die so viel schlechter als Stronghold 1 ist, Wahnsinn, wie man das im Nachhinein einem erst bewusst wird, wieder und wieder gezockt, auf wieder und wieder dieselbe Art und Weise und die ganze Zeit über haben diese scheiß Bauern eine Minute gebraucht, um einen Schritt zu machen. Einen Schritt. Scheiße. Wie viel Zeit hast du da rein investiert? Jahre. Du musst als kleines Kind echt einsam gewesen sein. Ich habe von der vierten Klasse bis zur sechsten Klasse, glaube ich, habe ich nur Stronghold 2 gespielt. Jeden Tag zwei Stunden. Aber warum denn Stronghold 2? Warum denn nicht? Ich habe immer nur Stronghold Crusader gespielt. Ich kannte nichts anderes. Ich bin nach Hause gekommen, weil ich keinen Nachmittagsunterricht hatte, nach Hause gekommen, es war um 2 Uhr, die Busfahrt hat exakt eine Stunde gedauert, dann habe ich immer was gegessen, bin ich um 2:30 bin ich hochgegangen, habe meine Hausaufgaben gemacht. Hab dann auch was für die Schule gelernt, dann war immer 4 Uhr, dann bin ich kacken gegangen. Für so ungefähr 5 Minuten, ne? Oder sowas. Und dann hab ich meinen PC gestartet, habe 2 Stunden lang Stronghold 2 gespielt, bis dann kurz nach 6 war. Dann habe ich ausgemacht, den Fernseher angeschalten und habe die Simpsons geguckt und nach die Simpsons dann Stargate auf Tele5. Also nach den Simpsons auf ProSieben, Stargate auf Tele5. Und so was ist das für ein Sender, Tele5? Was? Was ist das für ein Sender? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, sehr existiert. Aber die zeigen viel Stargate, das stimmt. Die zeigen auch viel Star Trek. Ja, ich habe dann einfach Stargate dann auf Tele5 und so sah dann mein Tagesablauf unter der Woche aus und das jahrelang. Wahnsinn. Oh shit. Habe ich bei Skyrim Live-Rack so wie bei. Genauso wie auch bei Stronghold 2. Ich habe wirklich auch immer exakt dasselbe gemacht. Ich habe die Burg des Bullen in der vierten Mission mit exakt 500 Bogenschützen angegriffen, dabei hätten 20 gereicht. Ich habe einfach die ganze Zeit Bogenschützen ausgebildet, weil ich gedacht habe, vielleicht passiert ja diesmal was anderes. Vielleicht brauche ich diesmal die Armee. Ich habe auch immer irgendwie gar nicht das Spiel gespielt, sondern ich habe mir das Spiel als Vorlage für meine Fantasie genutzt.
Ich habe mir immer vorgestellt, dass jetzt irgendwie, ich bin wirklich teilweise an den Kartenrand gescrollt mit der Maus und habe mir dann vorgestellt, wie da dann so eine riesige Armee dann plötzlich rauskommt, die ich dann erstmal bekämpfen muss und habe dafür die Truppen ausgebildet. Obwohl das nie passiert ist. Aber das war mir scheißegal. Ich wollte einfach zocken. Fuck, Alter. Und dann hat sich das Ganze gedreht, als ich StarCraft 1 gespielt habe, angefangen habe. Das war, bevor ich meinen eigenen PC bekommen habe. Hast du ja wenigstens mal was gespielt, was auch wirklich gut ist. Empire Earth ist gut. Ja. In StarCraft 1 hat das nämlich nicht funktioniert. Okay, wirf rein. Ich habe die Disk gefunden und hier ist eine Hotline drauf. Hotline-Service 0180-500-3902, täglich von 13 bis 18 Uhr, auch am Wochenende und Feiertagen. Drin. Wer ruft da mal an? Warum wollen wir da nochmal anrufen? Das ist die Nummer von der Disk Reise nach Nordland. Ach so. Warum wollen wir da nochmal anrufen? Keine Ahnung, wir haben angefangen, über Strategiespiele zu reden. So, was waren denn noch? Okay, noch eine Frage zu Skyrim. Ich habe irgendwie ein Level up. Magicka, Health oder Stamina? Das musst du gewichten. Magicka ist ungefähr das Behindertste auf der Welt. Magicka ist Mana. Ja. Ach. Das war eine Frage. Ja. Okay, und Stamina ist sowas wie, keine Ahnung. Ausdauer. Stamina übrigens. Stamina, okay. Increase Stamina. Mhm. So, und jetzt kann ich noch einen Perk increasen. Das heißt was? Einhandwaffen, Zweihandwaffen, schwere Rüstung. Bogenschützen, Schleichen, Schmiedekunst, bla bla bla. Ich fand viel Bogenschützen Spaß in Skyrim so sinnlos. So untermenschen sinnlos. Ja, gut. Nochmal zurück dann zu StarCraft. Als ich dann angefangen habe, StarCraft zu spielen, das hat mich dann übelst aufgeregt. Deshalb habe ich es nur mit Cheats durchgespielt, weil ich das Spiel nicht so spielen konnte, wie ich es wollte. Ich wollte immer eine riesen Armee aufbauen, ganz in Ruhe, ohne ständig angegriffen zu werden, was dann plötzlich Multitasking erfordert hat. Das hat mich voll aufgeregt. StarCraft 1 war aber auch bockschwer von der KI her. Ich habe mal mit einem Kumpel hier, der heißt übrigens auch Simon, haben wir hier mal bei mir gesessen. Er hat auf dem Laptop gespielt, ich auf dem PC, haben wir StarCraft 1 gespielt. Wir haben 3 Stunden gebraucht, um 2 KI-Gegner zu plätten. 3 Stunden. Ja, also so schwer. Holy shit. Man muss ungefähr wissen, wie das Spiel funktioniert, dann ist es relativ einfach. Aber wirklich für einfach nur Leute, die andere Strategiespiele gespielt haben und dann sagen, ach komm, ich starte jetzt mal StarCraft, die gehen meistens unter. Ich finde den Sound von StarCraft 1 übrigens viel besser als von StarCraft 2. Allein wie die Maschinengewehre der Space Marines klingen, ist viel geiler. Ja, jedenfalls... In StarCraft 1 hat die... Nein, StarCraft Doch. 1 habe ich dann... Ich habe das halt gezockt. Und das fand ich so scheiße, weil ich konnte nicht einfach mir dann vorstellen, dass da aus dem Karten plötzlich so eine riesige Armee auftaucht, die ich erstmal besiegen muss, weil ich ständig angegriffen wurde. Und es hat mich so aufgeregt. Und dann bin ich aber langsam, aber sicher so in die Schiene reingekommen, dass ich das Spiel spiele und nicht irgendwie als Vorlage für meine Fantasie das Spiel nutze. Und dann habe ich das gespielt und gespielt und gespielt, wurde dann immer besser und besser. Und seitdem finde ich auch die ganzen alten Strategiespiele total scheiße, weil die so langsam waren und überhaupt keinen Spieler-Input brauchen, alles mögliche. Und vor allem, weil man alles mit der Maus steuern kann und keine Hotkeys verwendet hat, großartig. Ich benutze nie Hotkeys. Ich kann sowas nicht. Du bist total behindert. Dafür spiele ich aber auch zu wenig Strategiespiele. Naja, also, und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, StarCraft ist der Grund, warum ich einerseits für sämtliche Strategiespiele total verdorben bin. Außer für die Alten? Nein, auch für die Alten. Auch für die Alten, ja. Also Stronghold 2 kann ich absolut nicht mehr spielen. Das ist ja grottenschlecht. Ach du Scheiße. Ja, ich habe das bei Steam. Nicht mal mehr Age of Empires? Age of Empires kann ich noch, also eins kann ich nicht mehr spielen, aber ich kann zwei noch spielen. Zwei und drei. Hast du das in der HD, im HD-Remake? Nein. Hol's dir mal, das hat einen funktionierenden Multiplayer. Damit macht das wieder richtig, richtig Spaß. Nee, 3 kann ich noch spielen. Doch, macht es. 3 kann ich noch spielen, aber StarCraft hat, aber es macht mir alles nicht so viel Spaß wie StarCraft, weil es alles zu langsam ist. Das ist Wahnsinn, wie StarCraft Strategiespieler versauen kann, weil es so Wahnsinn. Ich will ein StarCraft HD Remake. StarCraft 1.
Ja. Naja, also wir sind jetzt irgendwie wieder richtig vom Thema abgekommen. Ich habe wieder ziemlich viel zu labern gehabt. Ah ja, was ich in Stronghold 2 auch noch gemacht habe, ich habe in der fucking Friedenskampagne, wo fast nie gekämpft wird. Gekämpft. Ja. Ich habe einfach angefangen, Katapulte auszubilden und habe damit gegnerische Burgen beschossen. Einfach nur, weil es funktioniert hat. Obwohl ich das nicht machen musste. Das habe ich stundenlang gemacht. Aber sobald das war total komisch. Ich habe immer die Kampagne, so total komisch gespielt, mit allen möglichen Optionen, die mir zur Verfügung standen. Aber wenn ich dann irgendwie im Endlosspiel bin, wo das Ziel ist, du kannst dir alles machen, was du willst, das fand ich scheiße. Ich fand das immer cool, bei einer Kampagne so zu spielen, wie es das Spiel nicht will. Aber dann, als das Spiel plötzlich wollte, dass ich alles machen kann, was ich machen will, das fand ich dann scheiße. Ich will nicht, dass das Spiel das will. Das will ich nicht. Letztens dann auch wieder ist mir wieder so ein Spiel aufgekommen, das ich gespielt habe. Das heißt Against Rome. Gegen Rom. Ja. Es ist ein unfassbar schlechtes und langsames Spiel. Um eine Armee auszubauen, brauchst du wirklich 2 bis 3 Stunden, wo du nur zugucken kannst, wie das langsam aber sicher die Vorräte für die Ausbildung von den Truppen ins Haupthaus bringt. Das ist aber bei Cultures ähnlich. Nein. Da dauert die Aushebung einer Armee auch verdammt lange. Ihr werdet Against Rome auf YouTube nur eine Sache finden, und das ist eine Review von einem Typen, der das Ganze mit Camtasia Studio gefilmt hat. Ich habe das so gefeiert, als ich das Spiel wieder gesehen habe. Ich würde es gerne nochmal zocken. Der Typ, der die Texte am Anfang von der Kampagne vorliest, ist der gleiche, der diese ganzen Dokus spricht. Diese ganzen deutschen Dokus, diese ganz bekannte Dokumentationsstimme, der Kerl ist das. Das habe ich auch immer so gefeiert. Ach, ich bin gerade wieder so in Nostalgie drin, Wahnsinn. Against Rome. Und was ich auch so, das geilste Let's Play, was ich jemals gesehen habe, das hatte auch was mit den alten Strategiespielen zu tun, das war bei Age of Empires 2. Oh Gott, bitte gibt es das noch. Bitte lass es das noch geben. Das war ein Kerl, der hieß, glaube ich, Mr. Nintendo gegen irgendwie sowas anderes. Let's Battle. Oh Gott, ich kann nicht mehr tippen, weil ich so scheiße liege. Age of... Was würdest du aufstehen? Empires, das kostet auch Zeit. Age of Empires 2, okay. Und Aufwand. Na, jetzt ist es Pizmeet. Verpisst euch doch mal. Da ist es. Let's Battle Age of Empires 2, die Ruhe vor dem Sturm vor 4 Jahren. Die Miesei gegen Mr. Nintendo. Alter, ich hab das so tot gesuchtet. Ha, ich hab das Rätsel verstanden. Was? Ich sollte eigentlich ich bin in der ersten Mission und so in die erste Stadt rein und bin stattdessen in irgendeinen komischen Tempel reingegangen, den ich auf einem Berg gefunden habe. Das kannst du. Goldene Klaue musst du da suchen, ne? Ja, genau. Ja, erste Mission, easy. Boah, habe ich das tot gefeiert, dieses Let's Battle von Team Miesei. Let's Ach, Battle, warum ist das so gut? Ich weiß es nicht, ich habe es einfach tot gefeiert. Oh Gott, der hat schon wieder eins hochgeladen vor einer Woche. Alter, ich abonniere den Kerl. Ich abonniere den Kerl, Alter. Ich hab das damals so tot gefeiert. Wow. Ich hab immer noch meine Abos durchgeguckt und hab da gesehen, dass so richtig uralte, also ich meine mit so richtig uralte Let's Player von damals, abonniert habe, die schon lange nichts mehr machen. Sowas wie CK oder sowas. Commander Krieger? Commander Krieger macht doch noch was. Ich meine CK, ja, den Let's Player CK. Keine Ahnung, ich kenne mich in der Szene überhaupt nicht aus. Und ich hab's nicht übers Herz gebracht, die Abos zu löschen. Ja, mache ich ja bei Mirko auch nicht. Ja, bei Mirko ist ja noch mal was hoch. Das kann man ja nicht. Also obwohl Mirko fand ich, das Behindertste, was er gesagt hat, war in seinem Runder von Rebirth. Wie heißt das? Ja, von Rebirth, von Binding of Isaac Rebirth, er hat so Mails bekommen, ja Mirko, du hast dich voll verändert, du regst dich gar nicht mehr so über Japaner auf und sowas. Ist mir auch aufgefallen, dass er gesagt hat, dass er das alles nur gespielt hat. Ja, und dann so, ja komm, ich leg mich da in den Weg. Und das fand ich so scheiße. Ey, das hat so die Authentizität rausgenommen. Authentizität. Mm.
Authentizität. Dass er gesagt hat, er hätte das alles nur gespielt. Let's Battle Age of Empires 2 HD, viertes Match, Alter. Oh, das muss dass er gar nicht zu Hause sitzt und sich über Japaner aufregte zu der Zeit. Alter, das guck ich mir an. Das guck ich mir so an. Wie viele Subs hat der? Der hat 854 Subs. Kannst du ihn ja mal fragen, ob er Lust hat, nächste Woche im Special-Podcast dabei zu sein. Mit Sicherheit. Abgeschlossene Projekte. Ja, aber machen. Er kann ja, du kannst ihm ja morgen den Link schicken zu dem und sagen, er soll mal so zu einer Stunde, na, zu 50 Minuten springen und dann reden wir über ihn. Also du redest über ihn. Ja, keine Ahnung. Ich hab das damals so tot gefeiert, die Date seiner Let's Battles mit Mr. Nintendo. Hey, wenn er Bock hat, ich spiele gerne auch eine Runde Age of Empires gegen ihn. In dem Video. Hey, keine Ahnung, das ist auch schon drei Jahre auch, her, ja, als ich das gesehen habe, aber ich hab's auch damals so tot gesuchtet. Scheiße. Lol, da ist eine fette Spinne. Ich bin detected. Es gibt übrigens für Skyrim eine Mod, wenn du eine Spinnenphobie hast, dann werden alle Spinnen durch Bären ersetzt. In Skyrim gibt es Spinnen? Ja, große Spinnen. Echt? Ja, direkt bei Arachnophobie ist das ganz doof. Was? Wenn du dann einer großen Spinne begegnest. So, wollen wir mal voranschreiten hier. Ja, ich bin jetzt wieder abgeschwiffen und hab abgeschwiffen. Abgeschweift. Ja. Wir wissen, ja. Lass uns voranschreiten. Ich bin in 10 Minuten Als nächstes gab's Bloodborne. Letzte Woche. Und für mich als alten Dark Souls-Veteran kann ich sagen, wenn ich irgendwo mal eine PS4 und Bloodborne für vielleicht 100 Euro auftreibe, 100. Würde ich mir das definitiv gönnen. Mehr wäre mir das Ganze dann aber auch nicht wert. Ja, Bloodborne eine ist halt wirklich für ein Spiel. Du heißt ja nicht Niklas. Bloodborne ist halt wirklich einfach Dark Souls. In erster Hinsicht. Von dem ganzen Konzept dahinter. Man sammelt wieder Sachen ein, man levelt wieder mit diesen Sachen, die man von getöteten Gegnern bekommt, seinen Kram auf. Man findet wieder Equipment, kann das verbessern mit irgendwelchen Splittern, die man findet oder mit anderen Sachen. Das Ganze wurde jetzt nur aufgelockert durch, was ich sehr begrüße, durch ein wesentlich aggressiveres Spielverhalten. Das bedeutet, in Bloodborne ist Offensive meistens besser als Defensive. Gerade auch durch das Feature, dass wenn du getroffen wirst, kannst du nochmal die Gegner schlagen und kriegst eventuell allen Schaden, den du, der dir angerichtet wurde, zurück, weil du hast dann irgendwie so ein Zeitfenster von 3 Sekunden, bis dieser Schaden dir endgültig verloren geht. Und wenn du bis dahin den Gegner mal geschlagen hast, kriegst du Energie zurück. Das ist relativ cool und auch durch das Konzept, dass es eben wenige Schilde gibt und du sehr viel ausweichen musst, wobei das Momentum, in dem du unverwundbar bist, beim Ausweichen erhöht wurde, damit es überhaupt gut funktioniert, ist das Ganze wesentlich runder und man versteckt sich nicht mehr so oft hinter einem Schild, weil es einfach nicht mehr geht. Auch die Idee, dass man Waffen jetzt morphen kann, das heißt, ich kann zum Beispiel mein Schwert zu einer Peitsche machen oder sowas, je nachdem, ob ich mehr Schaden auf einzelne Ziele oder weniger Schaden auf mehrere Ziele gleichzeitig anrichten will, das ist alles relativ cool. Vom Design her ist das Spiel verdammt geil. Also es hat dieses coole viktorianische Setting in dieser Stadt. Ich habe den Namen vergessen, ist auch egal. Ich konnte mir nicht mal den Namen von dem Königreich in Dark Souls 2 merken. Das weiß ich auch nicht mehr. Und dieses ist halt alles so ein bisschen verkommene Stadt, die von einer Infektion heimgesucht wird, weswegen die Leute da alle mutieren. Deswegen gibt es auch noch Leute, die weiterhin überlebt haben und dort durch die Stadt in der Stadt noch leben, aber hinter ihr verschlossenen Türen und einen nicht reinlassen. Und man selbst ist eben auch infiziert und sucht nach einem Heilmittel. Ist deshalb zum Jäger geworden. Natürlich gibt es am Anfang wieder so einen inszenierten Tod, das heißt, man wird gegen irgendeinen übermächtigen Gegner ins Gefecht geschmissen und kann den eigentlich gar nicht besiegen. Man soll da halt sterben, damit einem das schon mal ein bisschen verklickert wird. Also das finde ich relativ cool. Bloodborne ist, ich denke mal, bisher das beste Spiel, das man auf der PS4 haben kann. Aber das liegt einfach daran, dass PS4 und Xbox One mit Exklusivtiteln momentan echt geizen. Und nach dem enttäuschenden Order 1886 jetzt mal was zu haben, was wirklich, wirklich gut ist, ist, finde ich, schon in Ordnung. Da haben PS4-Spieler, zumindest wenn man das Genre mag, ich meine, es gibt auch viele, die hassen ja die Souls-Spiele für ihren Schwierigkeitsgrad und so weiter. Für die ist es dann immer noch nichts. Aber da, sie haben sich bei Bloodborne schon Mühe gegeben und nach dem, meiner Meinung nach, auch enttäuschenden Dark Souls 2, was halt auch überhaupt nicht an Dark Souls 1 rankam, kommt Bloodborne mit ein bisschen frischen Wind und bringt ein bisschen frischen Wind in das Konzept rein. Also kann man sich durchaus mal geben, wenn man eine PS4 besitzt. Ja. Ja. Ich möchte Dark Souls irgendwann mal nachholen in einem Steam-Sale. Also wenn du einen Sale siehst bis zu meinem Geburtstag, hol mir Dark Souls.
Die Prepare to Die Edition. Wer glaubt, dass du was geschenkt bekommst? Das haben wir so abgemacht. Das ist der Deal. Das ist der Deal? Das ist der Deal. Das ist der Deal. Ja, wir haben kurz hintereinander Geburtstag. Ja. Wann hat er Geburtstag? Also Simon, wann hast du Geburtstag? Am 12. Am 12. Sag's im Video los, dann könnt ihr deinen Abonnenten gratulieren. Nein, wie geht's? Die meisten davon sind, glaube ich, immer noch verseuchte Isle of Cookies-Fanatiker. Ich hasse die. Ich möchte, dass sie mich alle deabonnieren. Was machst du auf Videos für so eine Fanbase? Ich sehe immer noch von meinem geistigen Auge diesen Kommentar, den ich bekommen habe. Wirklich, er ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber da hat einer zu mir geschrieben, Mann, ich finde dich voll korrekt, Digga. Ja, so einen Kommentar habe ich auch schon mal bekommen. Ich kann sowas doch nicht lesen, Alter. Nee, fuck, Alter. Niemand. So eine Kommentare, was hat einer mal geschrieben? Einer hat mal unter ein Video von mir geschrieben, unter eine Review, nice Diggy oder sowas. Da denke ich mir dann auch immer. Nein, ich will solche Leute nicht ansprechen. Ich will solche Leute einfach nicht ansprechen mit meinen Videos. Deshalb habe ich es auch gelöscht, weil ich zu viele Wichser damit anziehe. Mir scheißegal, ob das 100.000 Klicks hat. Das ist mir scheißegal. Ich ziehe damit einfach zu viele Mongos auf meinen Kanal. Ich merke das schon. Ja. Ich finde den Kommentar ja leider gerade nicht. Ich habe und die Leute beschweren sich immer, dass meine blockiert. Die Leute beschweren sich immer, dass meine Videos so lang sind. Deine Videos? Ja. Hey, also ich gucke mir ohne Scheiß jedes deiner Videos an, abgesehen von deinen Gameplays. Nein, meine Reviews können nicht lang genug sein, aber meine angespielt sind zu lang, die sind Podcasts sind zu lang. Ja, aber ich habe so viel dazu zu erzählen. Ganz ehrlich, was seid ihr eigentlich? Wir haben das jetzt schon zweimal angesprochen, außerhalb von Podcasts. Jetzt sagen wir es auch mal im Podcast. Was ist ein Podcast? Ein Podcast ist nicht, wir labern irgendwie 20 Minuten lang die Themen runter und das war's. Ein Podcast ist Freestyle-Talk. Ich habe einen Podcast gehört, der ging 7,5 Stunden. Das ging nur über Dragon Age. Okay, wie packe ich den Pfeil bei Dingens wieder weg? Wenn ich nicht rechtsklick, keine Ahnung. Du musst irgendwie auf die Map hauen mit links, rechts, dann geht's weg. Hier, zu meinem Oddworld-Video. Bisschen lang, aber sonst sehr gut. Das ganze Format ist an das WTF von Total Biscuit angelehnt. Das ist nun mal so lang. Tut mir leid, ich vergesse die Zeit, während ich aufnehme. Ich versuche mich ja schon dran zu halten und ich habe es auch bei Trap Dead Lockdown wieder nicht geschafft. Da habe ich auch wieder eine halbe Stunde. Du musst es aber sagen, Total Biscuit macht es doch besser als du. Irgendwas macht er anders. Total Biscuit macht zum einen erstmal seinen typischen Kram mit dem Optionsmenü und zweitens hat er eine wesentlich angenehmere Stimme als ich. Er hat jetzt angefangen, seine WTFs auch als Audio-Log bei Soundcloud hochzuladen und das funktioniert. Das ist das Krasse daran. Von daher. Ich muss mal gucken, ich muss das auf jeden Fall zeitlich eingrenzen. Ich glaube, wer rauscht denn da so blöd? Simon. Das bin sowieso ich. Weil du im Bett liegst. Nein, weil mein Mikrofon, ich tue es mal ein bisschen weil weg. Weil du im Bett liegst. Metal Gear Solid Ground Zeroes, das war 20 Minuten lang. Das fand ich gut. Das war kurz, kompakt und schön. Aber sonst, Ganz ehrlich, dein Oddworld war auch ein bisschen zu lang. Das Problem ist, ich habe mein Oddworld-Video zu früh gemacht. Ich habe erst danach richtig das Quicksave-Feature genutzt und dadurch sehr viel Zeit gespart in Zukunft. Das war irgendwie mein Fehler. Dirty Bomb ist nur 22 Minuten. Ich bin immer noch dafür, also du weißt ja, mein Tagebuch, das ist ja auch an sowas WTF-mäßiges angelehnt. Ja, musst du mal weitermachen. Nur, dass ich halt das komplette Spiel durchspiele und dazu halt Kritik abgebe. Aber ich cutte das halt. Und ich versuche das so zu cutten, dass es gut ist. Vielleicht solltest du auch ein bisschen cutten. Dafür ist das Format aber eigentlich nicht da, weil ich eben nicht so viel Zeit habe. Meine Reviews verbrauchen schon so viel Zeit, weil ich da so viel cutten muss. Du armes Kind. Das Format ist eher dazu da, dass ich was über Spiele sage, die ich nicht ins normale Review-Format gequetscht kriege. Das ist eher mein Problem. Es ist ein Zeitproblem. Wenn ich jetzt hauptberuflich YouTuber wäre, wäre es natürlich gar kein Problem, aber so. Wäre ja auch kacke. Eben. Wer möchte das bitte? Das ist einfach nur furchtbar. Ich werde mich kürzer fassen in Zukunft, dass sie nicht lang werden. Ich versuche immer so 20 Minuten anzupeilen. Länger sollte das Ganze nicht werden. Schön. Als nächstes gab es auf Steam dann Veröffentlichung Half-Life 2 Update und da hattest du schon vor dem Podcast gesagt, was ist das denn? Half-Life 2 Update ist einfach ein Mod-Projekt, wo man Half-Life 2 geupdatet hat. Man hat die Grafik verbessert, man hat diverse Bugs gefixt und man hat sich gesagt, das Ganze kann halt kosten...
kann als kostenlose Modifikation für Half-Life 2 runtergeladen werden. Das gibt's doch schon. Ewig. Ja, aber es ist jetzt auf Steam. Ach echt? Ja, schon. Ja. Also ich meine, ich hab, Gronkh hat ja Half-Life 2 Let's Played und hat ja alles mit Mods zugeschmissen. Das sieht, sah dann auch wesentlich besser aus. Ja. Ich habe mal einen Half-Life 2 Playthrough gesehen mit Gameplay-Mods. Deswegen, also ich muss ja sowieso sagen, ich finde Half-Life 2 grottenscheiße. Muss ich einfach mal sagen. Half-Life 2 habe ich überhaupt keinen Spaß mit gehabt. Und vielleicht gucke ich es mir jetzt im Update nochmal an. Vielleicht werde ich irgendwo damit Spaß haben, aber ich fand Half-Life 2 grundlegend. Ich fand den ersten Teil von Half-Life auch nicht gut. Ich fand Black Mesa, habe ich gespielt. Und nachher dann in Half-Life Source noch die komischen Xen-Level nachgeholt. Ich fand Half-Life 1 nicht gut. Ich fand Half-Life 2 auch nicht gut. Ich weiß nicht, warum alle Leute in Half-Life 3 wollen. Ich fand die Reihe voll schlecht bisher. Aber es war wahrscheinlich auch einfach vor meiner Zeit. Ich meine, Half-Life 2 kam 2004 raus, da war ich 8. Das Problem da ist, dass du hast doch einfach keine Ahnung. Na, halt die Fresse. Was ist an Half-Life 2 denn gut? Half-Life 2 ist ein Spiel mit limitierter Waffenauswahl. Ich hab's noch nicht gespielt. In einem Source-typisch klischeehaften Setting. Mit einem Open-World-Ansatz, der nicht funktioniert, weil du im Prinzip nur linear von einer Seite zur anderen gehen kannst und dann sind da Fahrzeuge drin und dann fährst du mit Fahrzeugen durch die Gegend und da passiert nichts. Und dann gab's nachher mit einem Boot irgend so ein Puzzle und das habe ich nicht gelöst bekommen, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und die Ravenholm soll ja irgendwie so ein total toller Abschnitt des Spiels gewesen sein. Ich fand Ravenholm super langweilig und generell nichts, ich habe nichts an dem Spiel gefunden. Ich fand was, einfach nur die neuen Headcrabs in Ravenholm so creepy, dass ich es nicht weitergespielt habe. Ja, das weiß ich nicht. Also mich würde mal interessieren, was die Leute an Half-Life so feiern. Wahrscheinlich, ich denke mal aus damaligen Verhältnissen, gerade mit den Physikspielereien, die Half-Life 2 eingeführt hat sozusagen, hatten bestimmt viele Leute viel Spaß mit dem Spiel, aber nee, das war leider vor meiner Zeit. So, wollen wir zum Abschluss kommen und dann mal zu den Deals? Ja, sehr gern, wir reden schon wieder länger als wir sollten, nicht wahr? Ja, also als erstes gibt es noch auf Steam das Sega-Wochenende mit Spielen, die Simon gern hätte. Zum Beispiel Alien Isolation oder Total War Shogun 2. Mhm. Ich möchte einfach nur mal ein Total War spielen, weil das sind so große Armeen und ich habe noch nie so ein Videospiel, also so ein Strategiespiel gespielt mit so richtig riesigen Armeen. Ich guck gerade mal, gibt es im Humble Store Alien vs. Predator? Ne, schade, sonst hätte ich mir das jetzt geholt. Naja, weil das ist ja auf Steam nicht erschienen wegen Indizierung und so. Und Alien vs. Predator wäre jetzt im Angebot, kann ich aber leider knicken. Aber das sind halt so Sachen, die... Es geht nur bis zum 30. März und heute ist der 29. Heute ist der 30. Was? Heute ist der 30. Auf meinem hier steht 29. Nee, heute ist 29. Ja, heute ist der 30. Ja. Was? Der Podcast kommt aber erst morgen raus, ihr. Ach so. Also, wenn der Brains. Podcast rauskommt, ist der 30. Ja. Simon, du vergisst das immer. Ja, leck mich doch. Das war jetzt aber auch fies. Also, den Sale gibt's auf Steam. Auf Humble Bundle gibt's, also auf humblebundle.com. Muss es gerade nochmal öffnen. Humble Bundle kennt ja jeder und da gibt's ja auch den Humble Store. Und im Humble Store sind momentan das 2K, das Bethesda und das Sega-Wochenende. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß aber gar nicht, wie lange das geht. Das geht nur noch, also Zeitpunkt des Podcasts, der Podcast-Aufnahme eine Stunde oder so. Oh. Ja. Echt, das ist schon fast vorbei? Ja. Ja, dann können wir das eigentlich knicken, oder? Ja, eigentlich schon. Konnte man eine Menge Kram im Sale kaufen. Wir können ja eine Sache kaufen und die verlosen. Man hätte Spec Ops The Line for free bekommen. The Line, nicht The Line. Spec of the Line for free bekommen, wenn man ein Spiel von 2K Games gekauft hätte. Zum Beispiel Borderlands, The Pre-Sequel, Sid Meier's Civilization, Beyond Earth oder Evolve. Was ist denn das coolste Spiel von denen? Also das... Ja, ich muss mich da fragen, wer möchte Evolve und wer möchte dann dazu noch Spec Ops The Line? Die sind beide nicht gut. Okay. Spec Ops The Line habe ich, bekommst aber egal, was du kaufst. Ich habe auch Bioshock gekauft. Kannst du Dishonored oder... Oh, The Evil Within, 30 Euro. Was kostet Dishonored? 9 Euro, bestes 9 Euro. Game. 9,99. Ich warte, bis es das Ding irgendwann nochmal als Game of the Year Edition
wieder bei Steam gibt und dann haue ich da so zu. Alter, das war so das gute Spiel. Dishonored? Ich glaube, ich musste mal... Einfach so... Ey, Simon, welche DLCs hast du für Dishonored? Alle. Ja, Christoph, welche DLCs hast du für Dishonored? Keinem. Hast du nicht die Legendary Edition? Legendary Edition? Was du weißt es gerade nicht. Kannst du... Also die Game of the Year Edition oder so? Ich glaube, ich hab die ganz normale, oder? Weil dann können wir können mal eine Challenge machen. Es gibt ja den DLC Dunwall City Trials. Ja. Fick dich, Alter. Und dann können wir mal eine Challenge machen auf diesen Challenge Maps, wer das am schnellsten schafft. Das war so ein Scheiß. Also wirklich. Dunwall City Trials war ganz cool. Ja, Doch, ich hab alle DLCs. Ich hab mir letztens wieder dein Call of Juarez Gunslinger Review angeguckt. Mhm. Und da hast du ja gesagt, dass innerhalb von 8 Stunden man auch alles ohne Probleme auf 3 Sterne die Herausforderungen schaffen kann. Und so ist halt Dunwall City Trials nicht. Dunwall City Trials, wer da in allen Sachen 3 Sterne kriegt. Der muss stark gut sein. Der muss richtig gut sein. So heilige Scheiße. Und deshalb mag ich auch Dishonored so. Dishonored ist einfach so ein Spiel, man kann alles machen. Alles. Es gibt Leute, die spielen das in einer halben Stunde durch. Nein, in 18 Minuten war, glaube ich, der Schnellste, der Dishonored durchgespielt hat. Aber man muss auch gut sein dafür. Ja, man muss gut sein, man muss die Bugs kennen, man muss wissen, wie die sich die Fähigkeiten... Man muss die Bugs kennen. Natürlich, bei 18 Minuten muss man die Bugs kennen. Ja, ich meine jetzt, ein Speedrun vom Spiel ist klar, aber wenn es jetzt um Dunwall City Trials geht, da muss man einfach nur gut sein. Ja, bei Dunwall City Trials, da gab es ja dieses eine mit diesem Fässer-Abschießen-Ding. Da hat einer ein 2-Stunden-Video hochgeladen von, wie er das 2 Stunden lang macht. Ich schaffe das keine 2 Minuten. Also, warte, was ist das nochmal? Dunwall City Trials ist so eine Sammlung an Maps, an Challenge-Maps. Also, du hast ein Ziel. Du hast ein Ziel, musst das erreichen, je nachdem, wie schnell du es schaffst und wie sehr du dich in den Rahmenbedingungen einhältst, zum Beispiel keine Leute töten oder so, bekommst du mehr Punkte. Mhm. Und man könnte das so als Challenge aufziehen, wir spielen das alle gleichzeitig und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Machen wir. Ja, aber dazu muss ich es mir erst wieder cracken. Ich hab mir es nicht gekauft, nein. Dann kaufst dir. Ich hab mir das. Nein. Ich warte, das habe ich doch gerade eben gesagt. Wenn es einen Steam-Sale gibt, dann hole ich mir sowas von. Ist es nicht gerade im Sale? Das ist für 12 Euro im Sale. Es gab's schon für 3 Euro im Sale. Warum hast du es nicht für 3 Euro gekauft? Weil ich damals wirklich kein Geld hatte. Das ist keine 3 Euro. Ich hatte keine 3 Euro. Oh shit. Leute, es ist halb. Ich bin zum Totaspielen verabredet. Ja, wir beeilen uns. Wie lange machen wir sowieso schon? Noch nicht eine Stunde 20? Länger. Zu lange. So, pass auf. Gut, dann hätten wir das durch. Und jetzt wollte Simon noch was erzählen. Ja. Achso, ja, ich habe mir jetzt eine neue Grafikkarte gekauft und jetzt ist mir endgültig klar geworden, dass es mein Mainboard ist, welches an meinen PC drosselt. Bei dieser Grafikkarte, das ist dieselbe von Niklas, die MSI Nvidia GeForce GTX 970, war The Witcher 3 dabei. Und es ist so, dass beim Kauf von einer GTX 960 oder höher bekommt man The Witcher 3 gratis. Und ich habe ursprünglich gedacht, das wäre irgendwie auf Steam oder sowas gewesen, aber nein, man kriegt den Key tatsächlich von GOG.com. Und wer sich an unsere erste Podcast-Ausgabe erinnern kann, der wird wissen, dass wir da auch schon über GOG geredet haben. Und zur Erinnerung, Steam-Konkurrent, die besser in den Preisen sind, also in der Preisverteilung, wenn $1 nicht gleich 1 Euro ist. Die Spiele sind DRM-frei, das heißt, man kann sie weiter verschenken, plus noch irgendwas. kein Online-Zwang oder irgendwie so ein Shit. Online-Zwang. Und man muss bedenken, GOG.com tut jedes Spiel, das sie anbieten, durch ihre eigene Qualitätskontrolle nochmal durchjagen und eventuelle Fehler oder Bugs oder sowas von ihren eigenen Programmierern nochmal beheben. Das Größte, was sie gemacht haben, war, glaube ich, Dungeon Keeper, das alte. Da haben sie 6 Monate lang dann rumprogrammiert, dass es wirklich komplett spielbar, keine Bugs mehr hatte und es dann auf ihrer Website angeboten haben. Und man muss bedenken, The Witcher 3 ist ihr teuerstes Spiel und auch das, also momentan glaube ich, sie haben nichts, was irgendwie vergleichbar ist. Und das tun sie, obwohl sie dafür eigentlich überhaupt gar nicht die Ressourcen noch nicht haben, glaube ich. Gratis rausgeben beim Kauf von einer Nvidia-Grafikkarte. Und ich finde das. Aber warte, zahlt Nvidia das oder zahlt GOG das?
Ich habe keine Ahnung, aber ich denke einfach, es ist. Ich glaube, es ist einfach unglaublich gut, weil man dadurch auch jetzt gleich die Möglichkeit bekommt, GOG auszuprobieren. Und ich werde das ganz sicher auch machen. Und vielleicht auch The Witcher 3 einfach mal einen Kumpel geben, weil ich das ja jetzt DRM frei habe. Mach also kannst es mir schicken. Ja, auf jeden Fall. Ich lade es dann einfach auf mega hoch und dann war es das Ganze okay. Das ist aber ziemlich viel, dass du hochladen musst. Ja, und? 40 Gigabyte, ja, Wahnsinn. Ja. Meine Videos sind wie groß immer? Meine? Ja, nee, meine Videos sind, glaube ich, so 1 Gigabyte groß. Shit, und es dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Ja, okay, es kann schon vielleicht ein bisschen dauern, aber... Ein bisschen. Das kriegen wir schon hin, ich lasse den PC einfach 2 Tage lang durchlaufen. Ja. Ich muss ja nicht dran sitzen. Okay, sind wir also, fertig? Ja, wir sind fertig. Ihr leckt gerade übelst hart, ey. Holy shit. Ja, auch. Leckt bei mir auch gerade eben extrem hart. Also bei mir das stimmt immer. Überhaupt nicht. Jetzt geht's wieder. Okay, gut. Ich hoffe, ich will jetzt nicht in der Aufnahme zuhören. Also jedenfalls Schlusswort. Doch, also wer möchte es haben? Wer möchte? Ja, Christoph, du kriegst das Schlusswort. Ich krieg das Schlusswort? Ja. Cool. Du kriegst das Schlusswort. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so verlegen. Nein, also der Norden ist fertig. Dann nehme ich das Schlusswort. Okay. Das war die dritte und langweiligste Ausgabe, weil es einfach wenig zu reden gab heute. Dafür haben wir dieses Mal echt lange gebraucht. Ja, schon, weil ich wieder so abgeschwiffen bin. Abgeschweift? Ich weiß, ich werde aber immer abgeschwiffen sein, bis ich sterbe. Jetzt bin ich schon wieder abgeschwiffen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.